Gott, jetzt hier. Weil mein Brot ist ja super. Und dann am besten noch abends irgendwas in Köln gemacht. Und am nächsten Morgen direkt zur, ich sag jetzt mal, Eröffnung wieder zur Gamescom. Ey, ich bin zu alt dafür. Ich bin schlicht und einfach zu alt. Ich schaff das nicht mehr. Ein Messetag, ich war fix und fertig. Vor allem waren wir erst 11.30 Uhr ungefähr bei der Messe, beziehungsweise sind 11.30 Uhr angekommen, mussten dann ja noch hinlaufen und so, ne? Und schießt der? Jetzt zumindest nicht mehr. Und oh ja, stimmt, die hatte ja gesagt, es gab ein Update. Aha. Es ist da ein Handsymbol. Nice to know. Okay, war jetzt gerade irritiert. Und wir sind 17 Uhr oder so wieder gegangen. Das heißt, wir waren... Oh, ich wurde von der Krabbe angeknabbert, wollte ich gerade sagen. Das ist eine Ratte und keine Krabbe. Wir waren 5 Stunden oder so da und das hat halt vollkommen ausgereicht. Also, mir hat alles wehgetan einfach. Oh. Ich glaube, der kommt her und will Stress machen. Ist aber nur eine Vermutung. Gibt hier noch irgendwas? Nee. Oh, der schläft den Weg zum Stress machen. Kann er da hochklettern? Der kann da hochklettern. Okay. Ich wollte gerade sagen, da lag doch was. Aha. Hallo Bummer bei dich, heiße ich auch. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Tag. Gute Erholung, dankeschön. Ich bin einfach zu alt für Conventions, sage ich schon, für Messen. Also, das war wirklich heavy. Habe ich nicht so erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Kannst du bitte? Alles klar. Wisst ihr noch, wie gut ich im ersten Teil mit den ganzen Medipacks ausgekommen bin? Da gab's aber auch keine schießenden Gegner. Okay, die Musik hat jetzt ein bisschen spät gestartet. Aber gut. Aha. War heute einfach komplett alleine in der Arbeit. War auch mal entspannt, das kann ich mir vorstellen. Wenn man so mal seine Ruhe genießen kann. War das so? Nee, war nicht so anscheinend. Oder das war so und ich habe es einfach falsch gemacht. Das ist auch durchaus möglich. Wie ging dieser Sprung? So, ne? Aber kann ich da durch? Gut, gab keine Trophäe. Und ich bin tot. Gut, dass ich nicht gespeichert habe. Ich habe eine neue Serie auf Netflix entdeckt und das bei Folge 3, aber ich finde sie richtig lustig. Wie heißt die, Bummerball? Vielleicht kenne ich sie oder vielleicht interessiert sie... Working Moms. Kenne ich nicht. Geht es um Working Moms? Ich wollte auch so gerne mal Bad Moms gucken, also den Film. Aber ich kam bisher einfach noch nicht dazu. Keine Ahnung wieso, weil so ein Film ist eigentlich relativ schnell mal geguckt. Aber ich kam bisher einfach nicht dazu, den zu gucken. Mama ist hier nach der Elternzeit wieder anfangen zu arbeiten. Ah, okay. Timmy, Hallöchen, auf dir. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Tag. So, doofe Ratten. Aha. Doofer Typ mit einem Knüppel. Ist ja kein Baseballschläger, ne? Ich habe übrigens gestern Abend 1% Dumpfbacke. Oha, Timmy. Ich hoffe, du hattest dementsprechend einen schönen Montag. Ich habe gestern Abend angefangen mit Check and Mate zu lesen. Gestern Abend und ich bin heute einfach bei Seite 140 oder so. Also, ich habe heute den Mittagsschlaf genutzt. Ich war richtig produktiv, was das Lesen angeht. Es laggt. Ah, nicht schon wieder. Ach, Menno. Es gab jetzt schon ein Update von OBS. Ich dachte, das hätte das gefixt. Anscheinend nicht. Ich habe das extra noch vorm Stream runtergeladen. Ich verstehe es einfach partout nicht, leider. Ich verstehe es wirklich nicht. Weil es ergibt halt einfach überhaupt... Oh Gott, der ist schon da.
es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass die Verbindung halt abbricht. Wirklich 0,0%. Sieht ein bisschen so aus, als würde ich seinen Schuh einsammeln. Aber Bummerball war zu 59% eine Dumpfbacke und Joko zu 96%. Joko, ich hoffe, du hattest trotzdem einen schönen Tag. Speichern. Diesmal werde ich speichern. Speichern Bartonis Versteck. Schon wieder. Ich verstehe es einfach partout nicht, Leute. Vielleicht ist das meine Anwesenheit. Nee, Joko, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es ist mittlerweile einfach nur noch ätzend, wirklich. Also, das macht so echt weniger Spaß als ohne die Verbindungsprobleme, bin ich ganz ehrlich zu euch. Weil ich jedes Mal darauf achten muss, okay, ist die Verbindung überhaupt noch da? Und ich verstehe einfach nicht, wo das Problem ist. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe sämtliche Fehlerquellen versucht, irgendwie hinzukriegen. Ich könnte jetzt theoretisch noch die Bitrate runterstellen, aber rein theoretisch dürfte das einfach nicht das Problem sein. Weil mein Internet ist eigentlich stark genug. Selbst wenn ich nicht die volle Leistung kriegen würde, was das Internet angeht, müsste das mit der Bitrate funktionieren. Ich verstehe es einfach partout nicht. So, ich nehme jetzt noch ein Medipack. Hallo, Hundi, es kommt raus. Hallo? Ich habe, wie gesagt, alles probiert, was ich probieren konnte. Ich meine, es ist in einem gewissen Sinne beruhigend zu wissen, dass halt andere auch hier und da mal Probleme haben, aber ich habe bisher noch niemanden irgendwie gesehen, der die Probleme so krass hatte, dass es halt wirklich regelmäßig passiert ist. Aha. Ich habe eine neue Waffe. Nice. Ist da links was? Nee. Wieso hat mich das jetzt getroffen? Oh. Ja gut, das war nachvollziehbar. Okay. Vielleicht war ich zu weit links. Sehr wahrscheinlich war ich zu weit links. Wir machen das nochmal. Ah, jetzt muss ich die Typen ja hier nochmal erledigen. Hallo Berse, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ich wollte gerade sagen, gleich jump ich einfach ins Wasser und der erledigt mich dann im Wasser. Ja, ja, Musik, du bist zu spät. Wir haben es verstanden. Wir waren Gegner. Vor einer halben Stunde. Okay, ich dachte, ich kann da vielleicht drüber springen. Dann eben nicht. Ich bin tatsächlich sehr schlecht, was Namen angeht. Und Luigi's Mansion ist halt einfach schon so lange her. Ja, das ist wirklich echt lange her. War das nicht irgendwie 2022? Ah, Hund. Oder 2021? Wann habe ich Luigi's Mansion gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auf jeden Fall ein Weilchen her, würde ich sagen. Ich glaube, das war 21. Ist schon... Aha. Einen Moment her. Also auch so ein gutes Spiel. Am Freitag ist ja Princess Peach Showdown rausgekommen. Hat das einer von euch schon gespielt? Weil ich war ja so hin und her gerissen, ob ich spielen sollte oder nicht, aber... Eieiei. Ich weiß nicht so ganz. Also, irgendwann werde ich safe spielen, aber ich weiß halt nicht, ob das halt für... Ich kann nicht einschätzen, wo die sind. Verstehe es nicht. Jedenfalls, weiß ich halt nicht, ob das für mich so ein Vollpreistitel ist. Kann ich noch nicht einschätzen. Der ist da gespawnt, habt ihr das gesehen?
Der schießt nicht auf mich, dankeschön. Ja, es muss ja nicht jeder auf jeder Plattform vertreten sein, von daher vollkommen legitim und kann ich verstehen. Ich bin auch nicht auf jeder Plattform aktiv. Aha. So. Jetzt noch die beiden Hunde. Die Sachen einsammeln und dann speichere ich diesmal. Ja, das lief doch ganz gut. Boah, Hitbox ist auch so lange her einfach. War Hitbox nicht irgendwie, lasst mich lügen, 2014 oder so, wo das mal so ein Twitch-Konkurrent war? Aha. Bis 2017, so lange gab's das? Das kann ich mich, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber das ist schon krass. Ich weiß noch, ich hatte damals, auf der Gamescom war ich da bei dem Stand gewesen, da habe ich so ein Oberteil bekommen von Hitbox, stand groß vorne Hitbox drauf. Speichern, nicht laden. Das fühle ich, Timmy. So geht's mir auch. Allein hier. Das war jetzt dumm. Ich lade jetzt einfach nochmal neu, weil das war jetzt richtig dumm, dass ich da losgelaufen bin. Jedenfalls. Allein hier Tomb Raider, Supermarkt Simulator. Und dann sind halt so Spiele wie Alan Wake und Alan Wake 2, die ich halt noch spielen möchte, die dann halt aktuell eine höhere Priorität für mich haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Bei der falschen Taste. Ach, das ist ja noch dunkler. Okay. Weiß nicht, was da vor mir ist. Hier, da ist Wasser. Achso, hier ist ein Hebel. Gut. Okay, und das ist jetzt wo? Hier ist halt einfach nichts. Gut, und zurückrennen kann ich einfach so. Hinrennen muss ich den Hindernisparcours bewältigen. Zurückrennen geht einfach easy peasy. Ich muss doch da hochkommen irgendwie. Ich hab die falsche Taste gedrückt. War Zufall, gebe ich zu. Aber war gut. Hat geklappt. Von daher nehmen wir so hin. Ich muss halt auch sagen, ich habe damals zu diesen Hitbox-Zeiten noch gar kein Twitch geguckt. Und auch kein Hitbox, davon mal abgesehen. Aber ich war da halt einfach noch gar nicht so in dieser Livestream-Szene, sage ich jetzt mal so, aktiv. Warte, ich kann von hier aus springen. Ich speichere vorher. Speichern. Okay. Hat der was gedroppt? Ja. Aha. So gefällt mir das. Munition. Kann ich hier klettern? Aber, achso, da raus. Okay, ich wollte gerade sagen, aber wohin? Ich habe das Gefühl, ich muss niesen. Aber ich klettere gerade. Ich will jetzt nicht niesen. Nicht niesen. So krass, wie sich die Qualität einfach unterscheidet. Ja, das ist ein Remake. Das ist also, was heißt Remake? Es ist ein Remaster. Von den ersten drei Teilen. Kam letztes Jahr sage ich schon, letzten Monat kam das raus. Am 14.02. Und man kann so zwischen den Qualitäten hin und her switchen, das ist richtig nice. Das war falsch. Aber ich wollte mal gucken, ob es hier unten noch was gibt. Das war eigentlich so mein Ziel. Und hier ist einfach nichts, wie es aussieht. Okay. Aber dann kann ich ja laden. So. Gott, ey.
Muss ich jetzt hier wirklich rüberklettern? Alte Spiel, da gab es nicht überall was. Aber sie haben halt auch schon an guten Stellen Sachen versteckt. Also, das war schon... Jetzt so? Ja. Also, die hatte schon echt gute Verstecke, muss ich sagen. So. Hallo, Flexomat. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Tag. Nicht da jetzt dran. Flexomat sind 69% deiner Dumpfbacke. Ich hoffe, dein Tag war heute dennoch gut. Achso, hier kann sie plötzlich stehen, aber da drüben? Da nicht, oder wie? Na gut. Ich könnte da jetzt direkt reinspringen, aber ich vertraue mir da nicht. Deswegen speichern. Ich bin aktuell am Überlegen, ob ich so wahnsinnig bin und nochmal die ganze Baldur's Gate-Reihe spiele. Wie viele Spiele sind es denn? Weil das sagt mir tatsächlich nichts. Hätte ich hier auch anders reinkommen können. Ah! Das sind aber keine gastfreundlichen Hunde, die beißen direkt. Debrü, herzlich willkommen auch dir. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Tag. Kann ich da irgendwie rein, ohne dass ich sterbe? Nee, ne? Weil da komme ich ja nicht hoch. Moment, kann ich nicht. Wartet mal kurz. Es ist so simpel. Oh, es war wieder die falsche Taste. Hoppala. Nee, das war auch falsch. Zum Glück habe ich da gespeichert. Die Taste, dann die, dann so. Sie hält sich nicht fest. Okay. Aber komme ich da mit meinem Boot hin? Hallo, ist Herr Ströming. Herzlich willkommen auch dir. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Tag. Heute wieder Venedig. Nice, ja. Mir ist aufgefallen, als ich den Stream gestartet habe, eventuell, dass wir seit 2 Wochen kein Tomb Raider gespielt haben. Und das kann ich doch nicht machen. Das ist ja... Ne? Okay, da komme ich auch nicht hoch. Alles klar. Dann muss das halt mit dem Sprung, wo man Schaden kriegt, gemacht werden. Baldur's Gate 3 war maximal gehypt und hat halt quasi halb Twitch eingenommen. Ja, ich war anscheinend auf der Seite, wo das kein Thema war. Ich habe davon vielleicht vom Namen her was mitbekommen, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ah, okay, das ist das Spiel, in dem es da und darum ging. Also ich habe keine Ahnung, worum es in Baldur's Gate geht. Das ging komplett an mir vorbei, aber wirklich komplett. Warte da schon immer drauf, kein Scheiß. Auf Tomb Raider? Oder auf Baldur's Gate 3? Hier ist der Boden kaputt. Das war hier noch nicht. Hier ist der Boden kaputt. Da noch nicht. Naja, Alterserscheinungen, ne? Haha. Auf Anna Lara. Shit. Eine Rolle dabei machen, ob ich das hinkriege. So nicht. Hä, wieso? Wieso klappt das denn jetzt nicht mehr? Warum klatsche ich denn jetzt gegen die Wand? Einen Schritt nach hinten gehe. Wieso klatsche? Was habe ich denn jetzt anders gemacht als davor? Aber so schaffe ich das doch nicht, oder? Doch, ich muss 2 Schritte zurückgehen. Jetzt probiere ich es nochmal mit der Rolle. 1, 2... Sprung. Springt sie einfach daneben. 1, 2. Diese Frau macht alles, nur nicht das, was sie machen soll. Ah, nee, das war falsch.
Wir haben aber auch echt eine Weile kein Tomb Raider gespielt, das stimmt. Es kam mir gar nicht so lang vor irgendwie. Sie springt einfach daneben. Check's nicht. Wie bin ich denn eben da reingekommen? Ah, okay. Es lag am, dass sie sich festhält. Gut. Ja, aber ich finde es auch tatsächlich bei den älteren Spielen gar nicht schlimm. Also ich finde es ein bisschen tatsächlich, also ein bisschen doof finde ich es bei so Spielen wie The Last of Us 2, dass da jetzt so ein Remastered kam. Ich meine, klar, sie haben halt so Sachen hinzugefügt wie Bonussachen und sowas. Aber das Spiel ist halt noch gar nicht so alt. Das ist dieses Jahr 4 Jahre alt. Da braucht man halt eigentlich noch keinen Remastered. Und dann halt ein Remastered? Weiß ich nicht. Ich meine, dadurch, dass ich halt das Spiel für die PlayStation 4 habe, würde mich halt die Version dann nur 10 Euro kosten, wo ich halt sage, ja, das kann man halt mal machen, wenn man halt ein Fan ist und wirklich das Spiel nochmal durchspielen möchte. Aber ich habe vergessen, mich zu heilen, aber ich habe das überlebt, obwohl ich kein Leben mehr habe. Aber bei manchen Spielen, das ist halt auch einfach, da fragt man sich so, warum ein Remastered? Was ist jetzt da, ne? Bei manchen ergibt es halt auch einfach Sinn. Stepa, hallöchen, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag und Dankeschön für den Lurk. Command & Conquer habe ich noch nie gespielt. Also da... Da ist die Tapete kaputt. Ja gut, ne? Da ist auch ein bisschen kaputt. Habe ich tatsächlich nie gespielt, leider. Ich weiß nicht, worum es in diesen Spielen geht. Läuft City Skylines mittlerweile eigentlich ganz gut? Oder ist es immer noch eine reine Katastrophe? Oder sagen wir mal so, läuft es gut? Ist es spielbar? Oder läuft es nicht mehr? Also immer noch nicht. So. Top-Down-Truppen durch die Gegend klicken ähnlich wie Age of Empires. Age of Empires habe ich auch nicht gespielt. Welche Überraschung. Ich weiß, also wenn die Tür aufgeht, warum bin ich denn über den Balkon gegangen? Wo kommt der zweite Typ mit dem Schläger her? Also ich weiß ja nicht. Ah, wo kommt der Hund jetzt her? Bin ich nicht gerade erst durch die einzige Tür gekommen? Und da reinzukommen war echt schwierig. Wo haben die jetzt den Hund hergeholt? Den Himmel auf die alte Grafik. Ach ja, den Sonnenuntergang, Aufgang. Moment, Moment. So, und? Seid ihr ready? Hat aber auch was, muss ich sagen. Hat auch was. Also hier ist halt so, na, offensichtlich sieht halt ultra gut aus. Aber das hat halt auch so eine gewisse Stimmung. Hat leider immer noch deutliche Mängel. Timmy, sagst du das, damit ich es nicht spiele, oder ist es wirklich so? Weil irgendwie, ich will nicht glauben, dass sie das ein halbes Jahr nach Release immer noch nicht auf die Reihe gekriegt haben. Ich will es irgendwie nicht glauben. Weil das halt schon krass ist, so ein halbes Jahr nach Release. Dass das Spiel halt nicht perfekt läuft zum Release, okay? Okay, das schiebe ich gleich. Aber ein halbes Jahr später sollte das doch eigentlich laufen. Ich verstehe es einfach nicht. Weil das war so ein Spiel mit so viel Potenzial. Ich hätte das komplett kaputt gesuchtet. Aber komplett hätte ich es kaputt gesuchtet. Ist da oben was? Nee. Es ist so traurig. Das war echt so ein Spiel, auf das habe ich mich gefreut, seitdem die Ankündigung kam. Ja, ein Backforce. Ultra bequem. Nicht gesponsert, ich habe den selber gekauft. Aber ich liebe den immer noch, den Stuhl. So. Da hat, ne? Da hat das Spiel sich gerade gedacht, so, yo.
Ja, ein bisschen die Füße geschnitten, aber es passt schon. Okay, verstehe. Ich wollte eigentlich den Stuhl in komplett schwarz haben. Aber das war... Moment. Oh Gott, ey, das war knapp. Das war zu der Zeit, wo sie noch kein, ich sag jetzt mal, Release-Datum hatten für den komplett schwarzen Stuhl. Und dann kam irgendwann die Nachricht so, ja, ab, ich glaube, es war der 1. August oder so. Ab 1. August werden die Stühle teurer und dann habe ich davor den hier bestellt. Das ist halt in Grau, aber... Ich meine, der komplett schwarze Stuhl sieht halt auch super nice aus, aber ich dachte mir dann so, hey, ob jetzt grau oder schwarz, ist glaube ich wie gesprungen. Ich wünschte wirklich, ich würde das nur so sagen, weil ich habe mich auch so drauf gefreut, aber nein, auch das neue Update hat leider nicht die gewünschten Verbesserungen gebracht. Es ist einfach so ärgerlich bei dem Spiel, wirklich. Ich habe City Skylines 1 richtig, richtig gerne gespielt. Das hatte natürlich so offensichtlich seine Mängel. Hat ja jedes Spiel irgendwie irgendwo. Aber es war spielbar. Und das hätte ich mir halt einfach für den zweiten Teil auch gewünscht. Super ärgerlich. War doch Wasser, ne? Lass mal gucken. Weil als ich hier gerade lang gesprungen bin, dachte ich mir so, Moment mal. Hier ist eine Falltür. Ich wollte mich gerade sagen, wenn ich ein Entwickler wäre, ich hätte da irgendwas platziert. Wobei es traurigerweise inzwischen wohl Mods geben soll, die deutlich mehr Verbesserungen bringen als die offiziellen Updates. Aber ist es noch so, dass wenn man Mods installiert hat, man keine Trophäen mehr bekommt? Weil das war ja bei City Skylines 1 so. Ich hatte nämlich immer so einen Mod gehabt, der die Abfalldinger automatisch entleert hat irgendwann, weil ich nicht mehr hinterherkam. Dann hat man halt keine Trophäen mehr bekommen. Deswegen habe ich gefühlt keine einzige Trophäe in dem Spiel. Shit. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt gehen die Flammen an. Aber für mich muss das Spiel halt erstmal nur sehr gut laufen. Es muss halt jetzt kein, obwohl es eigentlich so sein sollte, kein AAA-Titel sein, der halt fehlerfrei läuft. Es muss halt einfach nur nicht abstürzen. Mehr Wünsche habe ich aktuell gar nicht an das Spiel. Aber gut. So. Okay. Ich speichere. Fast. Es war, also, ich habe es fast geschafft. Wieso schwierig war das an, runterzuspringen, wenn es doch auch so geht? Kann sie in Flammen aufgehen? Natürlich. Okay. Man muss es ja mal getestet haben. Ist sie auch im Original in Flammen aufgegangen? Das wäre jetzt die nächste Frage, die ich mir stellen würde. Moment, Moment, ich will gucken, welche Tasten das waren. Das war ein Herzchen. Ja, Tomb Raider ist echt ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich lieb's auch.
Ich bin auch sehr erstaunt darüber, dass ich es geschafft habe, den ersten Teil durchzuspielen. Weil am Ende, der hat es in sich. Krass einfach dieser Grafikunterschied. Ich sag's mal so, am Anfang geht es inzwischen okay bis gut, aber sobald die Stadt größer wird, kommen wieder die Performance-Probleme. Und ich habe zum Beispiel auch einen Bug, dass alle Autos auf einer Autobahn bei mir abheben und aus der Map fliegen. Ist zwar lustig, aber sollte längst gelöst sein. Es ist so traurig, wirklich. Ich verstehe halt einfach nicht, warum mittlerweile alle Spiele gefühlt einfach... Okay, ist einfach wieder zugegangen. Einfach ungepatcht quasi rausgehauen werden. Das ist so ärgerlich. Weil ich meine, ist es denn zu viel verlangt, dass man, wenn man, ich weiß gar nicht, wie teuer das Spiel gerade ist, 60 Euro? Keine Ahnung. Wenn man 60 Euro ausgibt, dass man dann vielleicht ein Spiel erwartet, was spielbar ist? Naja. Wie war es auf der Buchmesse? Was gibt's Neues? Hast du diesen ominösen Nachfolger von PH entdeckt, den es jetzt geben soll? Ja, da war sogar eine Präsentation, Judge. Sie haben den neuen Buchstaben vorgestellt. Also, das war schon krass. Ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Emotionen. Also, der neue Buchstabe, der soll F heißen. Also, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber angeblich soll der das PH ablösen. Ich bin ganz verwirrt gewesen. Bin ich richtig? Keine Ahnung. Aber Buchmesse war nice. Also, es war super anstrengend. Mir tut immer noch alles weh. Und ich würde, wenn ich nochmal hingehe, nicht an einem Samstag gehen. Sag ich so, wie es ist. War aber vorauszusehen, ne? Aber ansonsten, ich habe zwei meiner Lieblingsautorinnen getroffen und konnte mir Bücher signieren lassen. Und ja, es war toll. Es war schön. Ich wollte gerade sagen, ich würde hier voll einen Gegner erwarten. Nein. Hoppala. Bin gefallen. Du warst auf der Buchmesse. Oh Mann, schade, dass ich es erst jetzt weiß. Warst du auch da, Sir Ströming? Ich war Samstag da. Ich war mit Melly gemeinsam dort gewesen. Dummfacke. Aber theoretisch müsste ich das einfach... Oh, da ist noch ein offenes Fenster. Kann ich da raus? Was ist denn hier? Hä? Bin gerade maximal verwirrt. Wo bin ich hier? Am Freitag und Sonntag, weil mir der Samstag immer zu überlaufen ist. Ja, ich war am Samstag da. Ich kann bestätigen, es war überlaufen. Also wirklich, das war so voll teilweise gewesen. Und es hat auch gefühlt, einfach niemand irgendwann Rücksicht genommen. So, alle sind nur gelaufen. Und dann, also war eine Situation, wo ich mir dachte, Leute, denkt mal bitte 2 Sekunden einfach nach. Da war ein Weg zu einem Stand. Oh, guck mal. Ich habe ein Secret gefunden. Da war irgendwie ein Weg zu einem Stand, wo Leute anstanden und, Moment, ich erkläre es gleich. Ich bin gerade ein bisschen in Atembedrängnis. Kann ich da hoch? Nee. Shit. Da war wahrscheinlich unten irgendwo ein Hebel. Den ich jetzt natürlich nicht gesehen habe. Ja, das war's. Timmy, danke für den verschenkten Sub an Atemlos. Dankeschön. Und es kam genau in dem Moment, wo Lara einfach ertrunken ist. Also das war, müsst ihr euch vorstellen, hier war der Stand, hier war eine Wand. Die Schlange hat sich hier so Richtung Wand gebildet. Also, ne? Stand, Wand. Direkt durch die Schlange.
Und anfangs war da noch so eine Lücke. Also als wir drauf zugelaufen sind, war da noch so eine kleine Lücke. Und da konnte man durchgehen. Und die vor uns, die haben sich halt einfach in diese Lücke gestellt, um da zu warten. Dementsprechend war halt einfach, es war dicht. Der Gang war zu. Und da dachte ich mir auch so, Leute, denkt doch mal 2 Sekunden nach, wo ihr euch anstellt. Also zum einen war es halt so mitten in der Schlange angestellt. Keine Ahnung, wie die anderen das fanden. Aber halt einfach so komplett den Gang zu machen. Also da weiß ich nicht. Da muss man doch einfach mal ganz kurz nur nachdenken, um dann zu checken, dass das vielleicht keine so gute Idee ist. Und mal überlegen, wo die Leute denn da durchkommen. Vor allem, weil es halt einfach super voll war, wie gesagt. Naja, wir mussten uns da irgendwie durchschieben und dann ging es weiter. Aber es war halt trotzdem so ein Moment, wo ich mir dachte, WTF, Leute, denkt doch mal einmal nach. Mal ganz kurz nachdenken. Wo ist dieser Hebel? Oder ist ja kein Hebel? Da muss doch ein Hebel sein, oder? Ich sehe halt einfach nichts. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Weil das geht ja nicht auf. Und hier ist ein Secret. Wenn es sich tröstet, das war auch am Freitag mega voll dieses Jahr, super anstrengend. Das tröstet mich tatsächlich ein bisschen. Ich meine, ich weiß nicht, Sir Ströming, hast du den Lux-Stand gesehen? Ich glaube, Halle 4 war das oder Halle 5? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, Halle 4. Und ich weiß nicht, wie es am Freitag und am Sonntag aussah. Rechts war einer. Hab den nicht gesehen. Aber als wir am Samstag da waren, da also diese Schlange vor dem Lux-Stand, wir hätten da safe 2-3 Stunden alleine zum Warten einplanen müssen. Safe. Also das war schon... Das war schon eine Hausnummer. Glück sagt mir gerade auch nichts. Alter, das war wirklich... Also das war, als wir Halle 4 war das, glaube ich, reingekommen sind. Es war ein relativ gut beleuchteter Stand gewesen. Also wenn man drauf geachtet hat, dann hat man ihn logischerweise gesehen. Aber das war halt schon krass, wie lang die Schlange war. Die ging einmal komplett durch die Halle. Von einem Ende zum anderen. So sieht man hier auch gar nichts. Ich sehe keinen Hebel. Bin ich blind? Warte kurz. Kann ja mal eine nutzen, wenn ich dann weiß, wo es ist. Bin ich komplett blind? Bei der Figur? Ach da! Oh mein Gott! Ja, gut. Ich habe zumindest den Hebel noch betätigt. Wenn wir lang genug warten, treiben wir oben durch die Öffnung. Ey, den hätte ich doch never ever gesehen. Wirklich. Der ist so gut versteckt. Aber wie gesagt, ich habe Signierungen von meinen beiden Lieblingsautorinnen. Sehr schön ausgeleuchteter Tod. Das war auch meine Absicht. Und ich habe 5 Bücher gekauft. Ich hätte auch noch mehr gekauft. Aber die anderen, die ich haben wollte, da stand dran Ausstellungsstücke und die konnte man nicht kaufen. Und dann habe ich mir gedacht, ne, ich bestell die jetzt nicht. Dann wann anders. Da war ich dann bockig. Dachte mir so, ne. Weil ich hatte schon ein Buch in der Hand und dann stand da das Schild mit, ja, Ausstellungsstücke. Ah, hier sieht man auch super schlecht den Hebel, ganz ehrlich.
Das ist jetzt hier wahrscheinlich bei dem Feuerdingens, ne? Ja. Und wie gesagt, ich habe Melly und JC, also Dreamy Melly und Vanille Brause getroffen. Das war schön. Das war natürlich neben den Signierungen mein Highlight des Tages. Das war ein Fail. Geschafft, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich dachte schon, das nächste Spendenziel ist eine Bibliothek für Annas neue Bücher. Ja, nächstes Spendenziel einfach eine komplette Immobilie. Das mach mal so, Timmy. Ich glaube, da wundert sich dann auch keiner drüber. Wie teuer ist so eine Bibliothek? Also so eine komplette Bibliothek? Das Gebäude ohne die gefüllten Regale? Kommen wir da mit 500.000 hin oder ist es dann schon zu wenig? Wahrscheinlich zu wenig, oder? Man muss halt auch Ambitionen haben, das stimmt. Das stimmt. Also mein Ziel für nächstes Jahr, wir wollen es ja jetzt nicht übertreiben, dass wir das dieses Jahr noch schaffen, aber nächstes Jahr möchte ich mir bitte eine eigene Bibliothek leisten können. Dankeschön. Ich sollte speichern, sonst muss ich das da unten nochmal machen. Wenn ich mir Ende nächstes Jahr keine Bibliothek leisten kann, keine eigene, dann bin ich nicht sauer, aber enttäuscht. Frage ist halt, wie komme ich da unten hin? Ist das hier ganz schlicht und einfach? Nee, so nicht. Zum Glück habe ich gespeichert. Also, das wäre schon doof gewesen, ne? Dann schieb's auf mich. Schuld bin ich immer. Ach, Joko. Bisher warst du hier nur schuld daran, dass wir lachen mussten. Und dann einfach nur ein Kindle reinstellen. Ja. Aber ich glaube, wenn ich da einen Hechtsprung reinmache, ist er nicht Lara Futsch. So. Das hat schön geknackt. Ich habe mir übrigens die Tolinos angeguckt auf der Buchmesse. Also was heißt angeguckt? Wir sind da vorbeigelaufen und oh Gott, meine Knie. Au. Oh, mir tut einfach noch alles von Samstag weh. Ich bin einfach viel zu alt dafür. Die haben gar nicht so einen Unterschied zu Kindles, kann das sein? Weil ich dachte mir so, naja gut, die haben wahrscheinlich so ein oder zwei Unterschiede, aber ich habe literally keinen einzigen Unterschied gesehen. Außer, dass nicht Kindle drauf stand, sondern Tolino. Sind die mittlerweile besser? Früher waren die zigmal mieser als Kinders. Kann ich nicht beurteilen tatsächlich, weil ich habe keins. Ich habe die halt dann nur ganz kurz getestet. Weil ich halt gucken wollte, okay, wie sehen die aus und wie lassen die sich steuern. Aber so richtig, weiß ich nicht. Also ich hatte mir ein Kindle ausgeliehen für die Zugfahrt. Und von dem, was ich da halt das bisschen im Zug gelesen habe und das bisschen da auf der Buchmesse getestet habe, habe ich da keinen Unterschied feststellen können. Wahrscheinlich kommt man da noch nicht hin. Aber zwei Buchstaben sind zumindest gleich, nur an unterschiedlichen Stellen. Ja, aber ein Kindle steht auf meiner Prime Day Liste. Da möchte ich gucken, wenn es da ein gutes Angebot gibt. Hat jemand von euch ein Kindle? Weil bei den Tolinos stand zum Beispiel, dass da bei 16 GB einfach 12.000 Bücher drauf passen und ich wollte mal so einen Erfahrungsbericht von euch. Also bitte, wenn ihr ein Kindle oder ein Tolino oder was auch immer habt, wie viele Gigabyte habt ihr und reicht das? Ja,
Ja, aber wenn man da halt im, ich sag jetzt mal, hauseigenen Shop dann kauft, ist das da so ein Unterschied? Ich weiß halt nicht, vielleicht hole ich mir auch einen Tolino, aber den gibt's halt nicht im Windgrün. Aha. Ihr seht meine Kriterien, wenn es darum geht, Sachen auszuwählen. Das Kinder gibt's im Windgrün. So. Zünd das jetzt einmal an. Oder dann lade ich, weil dann habe ich das Ding wieder. Okay. Also hier liegt nichts. Ja, also es ist jetzt, also ich habe halt einen Account bei Thalia, ich habe einen Account bei Amazon, von daher ist es jetzt gehopst wie gesprungen eigentlich. Ich kriege halt immer nur mit, wie bei beispielsweise beim Kindle oftmals auch Angebote sind. Also Prime-Angebote zum Beispiel. Oder wenn Prime Day ist, dass da halt Bücherangebote sind oder sowas. Ich weiß tatsächlich immer nicht, ob sich ein E-Book-Reader wirklich lohnt. Also ich benutze die Kindle-App auf dem Smartphone und Tablet sehr gerne, aber ob sich echt ein separiertes Gerät lohnt, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich fand vom Feeling her, dass auf dem Kindle lesen tatsächlich recht angenehm. Also das hatte, das wollte ich nicht, das hatte für mich ein ganz anderes Feeling als auf dem Handy oder so. Weil ich habe ja auch ein Tablet und ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, mir einfach die App runterzuladen und dann halt auf dem Tablet zu lesen. Aber es fühlte sich halt einfach anders an. Einfach, ja, mehr wie lesen. Weil du bist halt einfach nicht abgelenkt von Benachrichtigungen vielleicht oder bist nicht dazu geneigt, einfach zu sagen, okay, ich schließe die App jetzt und gehe auf Instagram oder so, keine Ahnung. Es ist halt einfach ein anderes Feeling und ich mochte das tatsächlich. Von daher, mir hat es gefallen, auch die Art, wie man da liest. Ich mochte es tatsächlich. Aha. Fand ich ganz cool. Ich habe Schlüssel, aber ich weiß nicht, für welche Schlüsselloch. Gibt auch eine Kinder-App, wenn du mal nicht dabei hast, kannst du auch auf Handy weiterlesen. Ja, das ist zum Beispiel auch, und beim Tolino weiß ich es nicht, ob das auch geht. Ich glaube, da geht es in der Thalia-App. Ich meine, ich mag Thalia richtig gerne. Aber ich weiß halt einfach nicht, was besser ist. Vorteil ist halt, dass Amazon-App und auch Kindle sich synken. Das gibt's bei Tolino nicht, soweit ich weiß. Okay, gut. Schön. habt ihr eine Ahnung, durch welche Tür ich muss? Wahrscheinlich aber nicht den Weg zurück, gehe ich mal davon aus. Ja, also ich meine, Kindle ist halt schon ein bisschen verbreiteter. Und aha. Mintgrün, Leute. Das ist ja das Argument schlechthin bei mir. Mintgrün. Aber so ein Tolino hat natürlich auch Vorteile. Es ist einfach schwierig, weil im Grunde genommen, die machen einfach dasselbe. So, ich dachte gerade kurz, das geht dann nach unten. Aber da geht's nach oben. So, ist ein Schornstein, ja. Gut. Na. Muss ich jetzt hier außen lang? Und dann da lang schwimmen. Ich glaube, ich muss jetzt hier lang schwimmen. Ich meine aber, dass bei Tolino, beim Tolino, das in der Thalia-App geht. Mit dem Unterwegslesen. Ach, ich weiß halt nicht, Leute. Ich meine, ich habe ja auch noch ein bisschen Bedenkzeit. Prime Day ist ja nicht übermorgen. Aber Mintgrün. Sie ist Feuer und Flamme, absolut. Gerade bei dem Thema mit dem E-Reader. Hä? Wo muss ich denn hin? Ich habe jetzt einen Schlüssel, aber ich habe keine Ahnung für was. Ich habe nicht mehr irgendwo ein Schloss gesehen. Aha.
Und bitte sagt mir nicht, dass es auch ein Tolino in Mintgrün gibt. Wenn es ein Tolino in Mintgrün gibt, dann wird mir die Entscheidung noch schwerer fallen. Weil es gibt auch Bücher. Ich hatte nämlich auch überlegt gehabt, bei meiner internen Diskussion E-Reader oder kein E-Reader, hatte ich überlegt, okay, was für Bücher lese ich denn dann da? Weil ich mag halt auch dieses Gefühl von Buch in der Hand. Und auf der Buchmesse habe ich so ein paar Bücher gesehen, wo ich mir so dachte, ja, die klingen interessant. Aber das Cover finde ich halt einfach nicht schön. So, da klang der Titel interessant, die Beschreibung klang interessant, aber das Cover war so, weiß ich nicht. Also es war halt jetzt nicht so, dass ich mir dachte, oh, schöne Farben, oh, schön dies, schön das, ne? Es war halt einfach nicht überwältigend. Und dann dachte ich mir so, das wäre ein Kinderbuch. Es gibt Höhen fürs Tolino. Ja, aber gibt's die auch in Mintgrün? Das ist halt wichtig, Judge. Das ist sehr wichtig für mich. Und hier komme ich nicht hoch, Leute. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Da ist halt auch eine Tür, aber keine Ahnung, wie diese Tür aufgeht. Mit einem Schlüssel? Aber wo ist das Schlüsselloch? Ich glaube, bei einigen Genres habe ich auch lieber ein richtiges Buch in der Hand. Ja, vor allem, wenn man das halt auch signieren lassen kann. Also bei mir gibt es halt auch so Autoren, wo ich halt sage so, yo, da würde ich mir halt kein E-Book kaufen, weil irgendwann möchte ich die vielleicht signieren lassen. Habt ihr hier ein Schlüsselloch gesehen? Bin ich jetzt blind? Es laggt. Okay. Vorbei. Was hatte ich denn als letztes gesagt? Was habt ihr noch mitbekommen? Wo zum Teufel ist hier ein Schlüsselloch? Da komme ich ja offensichtlich nicht wieder hoch. Ja, aber hier, die Lags sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Ja, früher bei den ersten Lags, da konnte ich halt noch einen Handstand machen. Konnte einen Rückwärtssalto mit dreifacher Schraube machen. Dann was zu essen kochen. Dann essen und was trinken. Und jetzt bei den Lags kann ich halt nicht mehr was trinken. Wenn ihr wisst, wo das Schlüsselloch ist, könnt ihr es mir gerne verraten. Ich habe keins gesehen und ich finde jetzt auch gerade keins. Ich kann ja nur in diesen Raum hier und hier ist doch kein Schlüsselloch. Muss doch aber auch nicht. Moment. Da zum Fenster muss ich doch auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich ein Schlüsselloch wäre. Wo wäre ich dann? Muss ich vielleicht da drüben hin? Moment. Da rechts. Okay, aber bestimmt nicht. Da ist ein Hebel. Ich muss da rechts hin. Hallo. Shit. Da muss ich aber bestimmt nicht von da oben hin.
Aha. Und hier. So. Ich gehe mal davon aus, von hier aus dann darüber. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich muss da jetzt nicht durchs Feuer springen, aber nee, es gibt von außen einen Zugang. Alles im grünen Bereich. Das ist wahrscheinlich die Tür. Hier liegen Bücher. Und dann ist hier das Schlüsselloch. Sehr gut. Das ist der Schlüssel zu meiner Bibliothek, Leute. Wie gesagt, Ziel für 2025. Ich möchte meine eigene Bibliothek haben. Wir werden uns jetzt genau angucken, wie die aussehen soll. Und dann berechnen wir ganz professionell, wie viel Geld wir dafür brauchen. Und das wird dann das nächste Spenden-Goal. Also den Typ mit dem Stock hier, den möchte ich nicht haben. Wobei, jemand, der meine Bücher beschützt, wäre halt eigentlich ganz nice, je nachdem, wie viele ich dann habe. Und wenn die dann noch signiert sind, dann sind das ja auch mehr oder weniger Einzelstücke. Es wäre halt schon dann gut, wenn ich jemanden hätte, der meine Bücher bewacht. Wir gucken erstmal weiter. So. Hier, Raum. Mit einer dunklen Ecke. Und Bücher. Ich sehe keine Ratten. Da muss ich vielleicht mal gucken. Aber dann ist halt immer noch die Frage, halt, ob Thalia oder Amazon. Das ist halt eigentlich so die entscheidende Frage, ne? Es ist halt einfach so, wo möchte ich meine Bücher kaufen? Weil ich weiß halt, wie gesagt, bei Amazon, dass es halt solche Angebote gibt. Aber bei Thalia weiß ich das nicht, also beim Tolino. Ganz schön pixelig, deine Bibliothek. Ja, aber wir müssen die dann halt in HD machen, Judge. Also das ist natürlich... Oh, ich habe nicht gespeichert, oder? Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Das ist natürlich, wie gesagt, die Voraussetzung, dass entsprechend meine Bibliothek da gebaut wird, dass sie nicht ganz so pixelig ist. Das wird dann eine HD-Bibliothek. Der Zustand ist schwach. Ja, fühle ich. Moment, ist mein Handy vollgeladen? Mein Handy ist vollgeladen, das heißt, ich kann das Kabel umstecken ohne Momente. Also ganz ehrlich, wenn es einen Moment gäbe, wo ein Lag okay wäre, wäre das jetzt gewesen. Jetzt, wo ich einfach das Kabel umstecke. Aber nein, jetzt laggt es natürlich nicht. Und ich sehe es schon kommen. In 2 Minuten wird es laggen. Es ist 21:07 Uhr. Wenn 21:10 Uhr ist und es hat nicht gelaggt, dann fühle ich mich ein bisschen getrollt. Aber gut. Lag ist gar nicht okay. Nee. Absolut nicht. Sie sollte nach hinten gehen und hat einmal im Kreis gedreht. Ja, also. Das lief ja super. Aha.
Vielleicht sollte ich auch mal andere Waffen nehmen. Ich kann ja mal die Automatikpistolen testen. Warum legt sich Lara denn einfach mitten in einer Schießerei schlafen? Ich weiß es auch nicht. Wie viel Schuss hatte ich vorher? Ich weiß es nicht. Chi, Hallöchen, ich hoffe... Granatwerfer, genau. Nimm mir den Granatwerfer. Gut. Leute, die Gefahr ist gebannt. Wir haben keinen Granatwerfer in der Hand. Hat sich ein bisschen gereimt. Chi, ich hoffe, du hattest auch einen schönen Tag. Aha. 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 Bäumchen sehen süß aus. Und hallo Tron, ich hoffe, du hattest auch einen schönen Tag. Oh Gott. Die Tür geht auf und ich erschrecke mich. Alles klar. Wir nehmen das einfach so hin, okay? Joko, ich hoffe, morgen wird besser. Wir müssen immer die Hoffnung haben, dass der nächste Tag ein besserer Tag wird, wenn der heutige Tag doof ist. Tron, 91% Dumpfbacke. Ich hoffe, dein Tag war nicht entsprechend. Hm. Hier geht's noch hoch. Geht's da unten auch noch weiter? Welche Taste? Anscheinend nicht, okay. War wieder die falsche Taste. Hier hinten liegt auch nichts. Judge, 97%. Was ist denn heute bei euch los? Wollt ihr irgendwie drüber reden oder so? Ist alles okay? Oder, also, braucht ihr irgendwie Hilfe? Weil so viele über 90% Sachen, die wir heute haben, hatten wir ja schon länger nicht mehr. Okay, das kann ich nicht benutzen. 50% wäre so. Das ist noch gut. So ganz knapp an der Kante zu den oberen 50%. Ich hatte 96%. Wir hatten auch schon 98% heute. Glaube ich. Das ist schon krass, ne? Das hat man lange nicht mehr. Geht die Tür auch automatisch auf? Nee. Okay, gut. Okay. Kann ich am Bücherregal hochklettern? Okay. Ich habe nicht damit gerechnet. Cool, cool. Alles klar. Jetzt ist nicht mehr zu helfen. Ja, Judge, weil ihr hier seid. Würdet ihr nicht hier sein, hättet ihr viel mehr Chancen, dass euch geholfen werden kann. Ich wusste es doch, dass der da bestimmt durchgelaufen ist. Der droppt auch nichts. Toll. Ja, ich bin sehr schreckhaft. Also, das ist wirklich...
Oh, wir sind unten angekommen. Das ist wirklich lustig für euch, nicht so lustig für mich. Tron, hast du jetzt Urlaub? Sehr nice. Fährst du weg oder bleibst du zu Hause? Warte, ich kann an Bücherregalen hochklettern. Oh, das klingt sehr anstrengend. Das wollte ich jetzt nicht. Ich muss doch mein neues Auto abholen die Tage. Oha, was hast du dir für ein Auto geholt? Fragte sie und weiß wahrscheinlich beim Namen überhaupt nicht, was das für ein Auto ist. Also ich könnte wetten, dass du den Namen sagst und ich denke mir so, noch nie in meinem Leben gehört. Das wollen wir dann auch von dir sehen, wenn du eine Bibliothek hast. Ihr Judge jetzt auch noch Anforderungen stellen, oder wie? All das müssen wir dann vertraglich festhalten, Herr Richter. Also, ein paar Automodelle kenne ich. Also, eine Handvoll. Wenn man mir jetzt sagt, ein Mini, dann weiß ich, was gemeint ist. Ne? Twingo, sagt mir auch was. Ein Renault Twingo. Ist doch auch so ein kleines schnuckeliges Auto, ne? Ja, mit Twingo verbinde ich irgendwie ein kleines schnuckeliges Auto. Keine Ahnung, ob es stimmt. Die geht nicht automatisch auf. Ich mag so kleine schnuckelige Autos. Mit denen kommt man in jede Parklücke gefühlt. Wieso geht das jetzt nicht auf? Habe ich jetzt was? Habe ich was übersehen? Hätte jetzt auch sein können, dass Tron einfach mit einem E-Tron ankommt. Wisst ihr, wegen Tron und E-Tron. Da hätte ich aber auch gewusst, dass das feiner ist. Also zumindest wie er aussieht. Ich habe einen I10, der ist auch schnuckelig. I10 war... Lass mich überlegen. Hyundai? Bin mir aber nicht sicher. Ich habe jetzt tatsächlich kein Bild vor Augen. Kannst du bitte die Beine dran machen, Lara? Ja! Oh Gott, Leute, ich bin so gut, ne? Dafür, dass ich gesagt habe, dass ich keine Ahnung von Autos habe, habe ich jetzt 2 von 2. Ja, ich habe 100 Gummipunkte bekommen. Also, ich bin gerade schon ein bisschen stolz auf mich. Speichern. Oh. Ja, zum Glück habe ich gespeichert. Ich kenne mich nämlich. Andreas verborgene Talente, ja, die sind so tief verborgen, dass nicht mal ich sie kannte. Aber wie gesagt, mein Wissen über Autos hält sich auch dolle in Grenzen. Ich glaube, das war jetzt mehr Glück als Verstand, dass ich 2 von 2 Autos richtig hatte. Mit dem dritten würde ich es jetzt wahrscheinlich kaputt machen. Deswegen belassen wir es bitte dabei, okay? Bitte keine weiteren Automarken nennen. Oder Modelle. Also da vorne muss ich runter. Hoch meine ich. Was sind denn deine Spezialgebiete, wenn ich das wüsste? Wenn ich das wüsste, dann könnte ich irgendwas damit machen. Aber ich war.
Mensch, ey. Ja, Bücher halt auch nicht so, ne? Ich kann 6 von 6 Titel von der Green Valley-Reihe von Lily Lucas nennen. Aber ist das ein Talent? Ich glaube nicht. Ansonsten weiß ich nicht. Aber Anna erkennt jedes Auto am Geräusch, wenn ein Vogel überfahren wird. Schade, dass es Wetten, dass nicht mehr gibt. Ich glaube sowieso, Wetten, dass war bestimmt gerickt. Also, ich bin mir natürlich nicht zu 100% sicher. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl. Polo oder Ab wirst du immer noch kennen, oder? VW Polo, ne? Aber bei Ab weiß ich gerade tatsächlich... Oh, hoppala. Weiß ich es tatsächlich gerade nicht. Cooper kenne ich auch, ja. Also vom Optischen her... Jetzt weiß ich gerade tatsächlich aber nicht... Oh, hoppala. Von welcher Marke? Ich überlege gerade. VW Cooper, Opel Cooper... Beides VW... Achso, VW Up. Sagt mir gar nichts. Aber beim Cooper, was war beim Cooper? Das sagt mir tatsächlich gerade, also... Smart. Mini. Mini. Stimmt, Mini war's. Mini. War das nicht das Auto, was immer bei Germany's Next Topmodel... Nee, es war ein Opel Adam. Aber sah das nicht so ähnlich aus? Gehört doch zu BMW, oder? Mini? War Mini nicht Mercedes? Ach, ich weiß es nicht. Nee, ach, keine Ahnung. Da bin ich dann raus. Das ist dann der Moment, wo ich aussteige. Ja, Opel Adam war bei Germany's Next Topmodel immer. Gibt es aber auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr, ne? Es gibt einfach kein Auto mehr. Okay, Mini gehört zu BMW. Ey, ich find's auch gut, wie ich das halt so sage, so als würde es irgendeine Relevanz in meinem Leben haben. Ah, okay, Mini gehört jetzt zu BMW. Aber eigentlich... hat es einfach... Ja, Speicher wäre eine gute Idee, stimmt. Nee, Medikit versuche ich jetzt gerade mal nicht, weil ich glaube, dass nach dem Sprengloch bestimmt das Level zu Ende ist. Und da bin ich dann ein bisschen geizig, was meine Medikits angeht. Also, ne? Ich muss halt einfach den Sprung schaffen. Ich habe schon gespeichert, Joko. Na, guck. Kannst ja auch mal mit dem einfach Granatwerfer nehmen. Easy. Wie habe ich das vorhin gemacht? Ich finde die Minis, die sahen halt immer richtig nice aus. Aber die waren auch immer richtig teuer, kann das sein? Weil ich meine, dass ich mal vor, lass mich lügen, 8, 9, 10 Jahren mal geguckt habe wegen Auto. Und... Ich meine, dass die unfassbar teuer waren, oder? Was sagt er eigentlich zum Mini Cooper XL? Heißt er wirklich so? Heißt er Mini Cooper XL? Haben die wirklich XL einfach dran gehangen? Und das ist dann wahrscheinlich eine große Version, nehme ich an, oder? Also ich habe den noch nicht gesehen. Seit BMW spricht teuer, ja. Ist der wirklich Mini Cooper XL? Der wäre Mini Maxi passend. Der Maxi Cooper einfach nur. Ich meine, er heißt XL. Wie funny einfach. Das ist eine große Version, ja. Ich glaube, ich muss doch ein Medikit nehmen. Ein kleines zumindest. Ich habe es versucht, Leute. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben.
ohne Medikit da durchzukommen. Ich glaube, ich muss eins nehmen. Ist ja nicht so, als hättet ihr mir das gesagt, aber ich glaube, ich muss eins nehmen. Wie groß. Ich muss mir kurz dieses Auto angucken. Ich kann mir unter einem Mini Cooper XL nichts vorstellen. Oh, geblendet. Mini Cooper XL. Ja, ich werde nicht im Test. Kriege ich hier irgendwo? Da Mini Deutschland, alle Mini Modelle im Überblick. Weil ich wollte es nämlich mal Modelle. Gibt's denn noch gar nicht? Scheint es noch nicht zu geben, oder? Mini Cooper XL. Zeig mal Bilder. Ich kann mir halt anhand des Bildes jetzt nichts vorstellen, also nicht vorstellen, wie groß der ist. Das ist Mini Cooper. Kriegt man da auch Bilder? Ja, da muss ich nachher nochmal in Ruhe gucken. Aber es sieht einfach nur aus wie ein Mini Cooper. Irgendwie. Also, wie gesagt, ich bin halt auch kein Profi, ne? Ja, für mich sieht das jetzt einfach gleich aus auf den Bildern. Ich werde mir nachher einfach mal ein Video vielleicht angucken. Ein Mini-Medikit XL, Judge, genau so ist es vom Feeling her. Und Basti, Dankeschön für 22 Monate. Ich bin ein Firebus? Wieso Firebus? Basti, Dankeschön für 22 Monate, Dankeschön. Und Tron, Dankeschön für 4 Monate. Ups, was da passiert? Meinst du wegen 4 Monate? Ich weiß auch nicht. So, hier, kurzen Prozess, zack, und ich kriege ein Medikit. Aha. Hat sich ja voll gelohnt. Wenn Knight Rider ein Arzt gewesen wäre und das Auto ein Krankenwagen, ist das Auto dann ein Medikit? Der XL ist vom Design grob ähnlich wie die normalen, aber bulliger größer, so wie ein Q3 von Audi. Ah, okay. Okay. Wieso bist du denn endlich frei, Basti? Warum noch ausgerechnet 2 Monate? Das klingt jetzt ein bisschen so, als würde ich dich hier gefangen halten. Ich wollte nur da um die Ecke. Ja. Zack. Ricola Werber. Ach, schön. Nein, du hältst mich ja nicht gefangen. Doch tut sie, lauf, wer noch laufen kann. Also ganz ehrlich, hier bei uns läuft keiner. Hier läuft niemand. Laras! Das war nicht fair. Darf ich probieren, hier zu zaubern? Basti, wenn du sowas sagst, habe ich immer ein bisschen Angst. Na, zum Glück kam der Zug jetzt nach der Sprengung, sonst hätten wir wahrscheinlich den Zug gesprengt. Judge, danke schön für den verschenkten Sub am Boomerball. Danke schön. Warum Ricola kein Getränk ist. Wow. Wow. Gott, Basti, was passiert jetzt? Was passiert jetzt, Basti? Ich habe ein bisschen Angst. Ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Basti zaubert? Der Stream bricht zusammen, Twitch wird gelöscht, das Internet wird ausradiert, die Erde explodiert. Also ist schon... Kann man machen. Sollte speichern. Na gut, dass es laggt. Ich habe natürlich alles aufgezählt, was passieren kann, wenn Basti zaubert.
Hä? Basti? Was? Ich bin überrascht. Als die Nachricht gerade aufgetaucht ist, dachte ich mir gerade so, hä? Wer von euch hat sich jetzt daneben benommen, dass da Nachrichten gelöscht werden mussten? Weil ich habe nämlich nichts gesehen. Ich bin gerade ein bisschen baff. Okay. Was die wie? Sie ist wieder da, Magie. Das ist aber auch komische Magie. Einfach die Streamerin verschwinden lassen. Ist das irgendwie so ein Schlupfloch von Stream Elements, Basti? Was man da nutzen kann? Jetzt hier weiter. Ach, da oben geht's hoch. Ich hab's gerade gesehen hier. Ist ein Standard-Command. Kann ich ihn ausstellen? Bestimmt, ne? Ich da irgendwie hoch. Die Frage ist halt auch, wie findet man sowas raus? Da hinten noch weiter. Da ging es anscheinend noch weiter. Aber, okay, das hier bringt mir nichts. Okay. Nein, nicht ausmachen. Berso, bitte nicht so backseaten, weil ich hatte das gesehen, dass es hier hochgeht. Wenn ich halt irgendwo nicht weiterkomme, dann sage ich Bescheid. Basti, dankeschön für den verschenkten Sub an Toniko, dankeschön. 263 Abos einfach verschenkt. 263. Crazy. Weiß nicht, ob ich schon wieder Lags? Dass halt ständig diese Lags sind, weil ich versteh's halt einfach nicht. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Wenn Twitch mir sagen könnte, was Twitch stört, dann könnte ich was machen. Aber ich weiß es nicht. Schon okay, Berso. Ich habe es jetzt gesagt und du hast es zur Kenntnis genommen. Von daher alles fein. Mit Levelende. Eieiei. Basti, danke für den verschenkten Sub. Was kannst du eigentlich? Ich kann ins nächste Level rutschen. Und ich kann zwei Automarken nennen. Claro, der ist hier Stammgast. Leute, es ist ein bisschen bitter, okay? Das mit dem Lag ist ein bisschen bitter. Erstmal speichern. Und jetzt guckt ihr bitte alle auf diese schwingende Kiste. Folgt alle Anria auf Twitch. Folgt alle Anria auf Twitch. Schon crazy, wie die halt einfach hin und her schwingt, ohne dass da irgendwer was macht. Okay. Jetzt ist plötzlich Nacht geworden. Muss ich hier lang?
weiß es nicht. Muss ich da lang? Also. Das ist schon frech. Nicht darüber. Ja, und jetzt? Ich bin keine böse Hexe. Ich bin eine liebe Hexe. Ich wollte gerade sagen, ist das eine Scheibe? Hier da unten ist Wasser. Martion, dankeschön für den Lurk. Dankeschön. Ich hoffe, das ist ein schöner Tag. Okay, da kann ich hochklettern, aber wo komme ich da hin? Muss ich da hin? No. Okay, hier muss ich anscheinend nicht hin. Nein, ich wollte ins Wasser springen. Das Opernhaus, Leute. Ja, das erste stimmt aber auch, wenn man hier drauf geht. Wieso kann der auf mich schießen, aber ich kann nicht auf ihn schießen? Leute, danke schön für den Hype Train, danke schön. Stufe 2. Dankeschön, Leute. Nee, da war meine Taktik vom Anfang besser. Tut, tut. Abenteuerspielplatz. Das Spiel ist echt anstrengend, ne? Hätte ich nicht erwartet. Achso, der war schon hinüber. Okay, speichern. Boah, es ist schon wieder 21:30 und ich bin richtig müde. Okay, also hier muss ich anscheinend noch nicht hin. Damit ich das nicht vergesse, gehe ich da mal noch nicht hin. Hat sogar was gedroppt. Aha. Ist ja auch ein anstrengendes Spiel, ja, das stimmt. Allein so diese ganzen Rätsel, die da so eingebaut sind, das ist schon nicht ohne. Weiß jemand, bei wie viel Prozent des Spiels ich ungefähr bin? Wirklich? Ist meine Bitrate gerade so schlecht? Habt ihr auch Pixelbrei? Also langsam
frage ich mich erst echt, was Twitch macht. Jetzt ist wieder scharf. Gleich lag's wahrscheinlich wieder. Es ist eventuell, um das mal so zu sagen, ganz minimal frustrierend, sage ich euch so, wie es ist. Es ist ein bisschen frustrierend. Ich habe nie Probleme gehabt mit Twitch und jetzt plötzlich seit ein paar Wochen. Shit. Gut. Ich habe nicht gespeichert, also nicht laden müssen. Von daher können wir auch wieder hochklettern. Seit ein paar Wochen jetzt ist das so und es nervt einfach nur noch. Ich muss das echt langsam in den Griff kriegen. Beziehungsweise Twitch muss das in den Griff kriegen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ist es jetzt erst seit kurzem so oder ist das jetzt schon den ganzen Stream über so? Ich check's einfach nicht. Also ich habe schon alles Mögliche angepasst. Jetzt rutsche ich da schon wieder runter. Hab ich gespeichert gehabt. Also ich habe schon sämtliche Einstellungen einmal angepasst. Ich hatte ja auch OBS komplett deinstalliert. Und habe es dann wieder neu installiert. Oder es hat einfach nichts gebracht. Weil die Probleme mit den Lags, die sind halt jetzt schon ein Weilchen. Und mit ein Weilchen meine ich halt schon ein Weilchen. Ich glaube jetzt 2 Monate oder so. Und das hielt sich halt teilweise noch im Rahmen. Aber wenn es halt jetzt auch ohne die Lags anfängt, so rumzuzicken, das ist halt schwierig. Ja, es kann ja eigentlich nicht sein, dass es halt irgendwie was damit zu tun hat. Das wäre ja richtig, richtig, richtig bescheuert. Weil ich meine, es kann ja nicht sein, dass ich meine Internetleitung drosseln muss, damit das halt besser läuft. Aber es ist einfach, wie gesagt, frustrierend. Speichere. Aha. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich der Schlüssel für oben. Wo komme ich da jetzt raus? Oh Gott. Aha. Es ist halt, wie gesagt, kein so entspanntes Stream mehr, seitdem das mit den Lags ist. Blöd, das jetzt auch klingt, aber ich bin halt permanent immer so im Modus, okay, schreibt gerade jemand, dass es laggt oder sehe ich, dass die Anzeige rot wird oder so. Es ist keine Entspannung mehr. Das ist richtig blöd. Einer löscht gerade das Baseballteam von Venedig aus. Ja, wenn die mit ihren Baseballschlägern auf mich zukommen und mich boxen wollen,
Also, das ist mein gutes Recht dann. Kann ja auch nichts für, Judge. Und zack, Judge schreibt eine Anzeige. So. Jetzt aber da drüben hin. So, darüber. Und darüber. Vor allem die Sache ist ja auch die. Ich mache das ja auch parallel hier alles auf TikTok und da läuft alles. Also da ist kein einziges Problemchen. Es ist halt wirklich nur Twitch. Von daher verstehe ich es halt einfach nicht. Inwiefern unaufgeregt? Wie meinst du das? Dass ich nicht so rumschreie, oder? So, hier. Schlüsselloch. Genau. Ja, also rumschreien ist ja sowieso nicht meine Art, von daher. Und gerade muss ich ehrlich sagen, bin ich auch ein bisschen durch diese ganzen Lags ein bisschen genervt. Das spielt natürlich auch ein bisschen mit rein. Ist einfach alles so dunkel, ey. Nee, ich wollte die Waffen wegstecken. So. Okay. Ich glaube, das sollte nicht so. Ich meine, ich habe in der alten Grafik gesehen, da ist ja noch eine Leiter, aber ich dachte, vielleicht geht es da auch irgendwo weiter. Es hat sich gereimt. Im nächsten Leben werde ich Dichter. Boah, safe fällt das doch jetzt runter, oder? Ich wusste es. Ich hab's mir irgendwie denken können. Es sah schon so aus. Es war ein bisschen verräterisch. Aber first try. So. Ich versuche auch so gut wie möglich, dass es hier entspannt ist. Dass man hier hinkommt und man kann einfach abschalten und shit. Das ist jetzt ungünstig. Entschuldigung. Ich fühle mich gerade ein bisschen eingekesselt. Bitte einmal umkippen, dankeschön. Wo ist der Typ, der schießen kann? Oh, ich wollte gerade sagen, meinte, das schaffe ich und dann kommt da noch einer. Also bin ich halt auch wirklich so, weil ich sehe es halt tatsächlich nicht ein, mich halt irgendwie so für einen Stream zu verstellen, so rumzuschreien oder mehr zu fluchen oder was weiß ich. Das bin halt einfach nicht ich, so wie ich hier bin, bin ich halt so. Ruhig, gepeilt und immer zu spät am Speichern. Also es waren zwei Typen, die schießen. Und ein paar Boxtypen, also Baseballtypen. Die Baseball-Typen sind kein Problem, wenn ich da oben bin. Die Hunde sind kein Problem, wenn ich da oben bin. Die Typen, die schießen, die sind ein kleines Problem. Basti, warum? Warum, Basti? Aber danke für den verschenkten, für das verschenkte Abo. Dankeschön. Aber warum? Ich wollte gerade sagen, droppt ja was, aber na, hoppala, das lief jetzt nicht so, wie es geplant war. Hallo, ich würde gern wieder da hoch. Nee, das hat nicht geklappt.
Das war jetzt ein bisschen doof. Da komme ich nicht hoch. Hm. Ja. Anti-Milchbaum. Das ist aber auch so ein Vergleich, den ich auch nicht erwartet habe, Judge. Den habe ich nicht erwartet. Aber am Anfang, ganz am Anfang, fand ich sie auch ein bisschen anstrengend. Ich mag das auch viel lieber, wenn sie halt sie selbst ist. Und Hunde. Hunde, ja. Hier kommt man so easy peasy drauf, aber da hinten nicht. Verstehe ich gar nicht. Hat der wirklich was gedroppt und ich kann das jetzt bestimmt nicht einsammeln? Wenn ich das nicht einsammeln kann, lade ich neu. Aber da mache ich ja keine halben Sachen, ne? Was für ein Feigling, Leute. Also ich brülle nicht, Basti, ne? Also du hast mich noch nie brüllen gehört. Noch nie. In Real Life brüllt sie? Ne. Ich brülle nicht. Wenn ich einmal ein bisschen lauter rede, kriege ich schon Halsschmerzen. Wie soll ich denn da bitte brüllen? Ich will kein Medikit nehmen, aber ich muss ein Medikit nehmen. Und über The Evil Within reden wir nicht, okay? Dieses Spiel existiert nicht in unserer Streamwelt hier. Das ist ein Gerücht. Es gibt kein The Evil Within. Es hat nie ein The Evil Within gegeben. Und es wird nie ein The Evil Within geben. Aha. Wenn einer Bolt spielt, spricht sie einfach nur eine Oktave höher. Ja, maybe, ne? Ich meine, ihr habt sie alle noch nicht gehört. Das glaube ich nicht. Ich stelle mir Anna nicht so vor, als würde sie im Real Life brüllen. Das mache ich ja auch nicht. Es ist halt einfach ätzend, wenn Leute laut sind. Ich mag das selber nicht. Ich meine, klar, wenn ich wegen irgendwas aufgeregt bin oder sowas, dann kann es halt schon mal sein, dass ich vielleicht so 2 Dezibel lauter bin als normalerweise. Aber so im Grunde genommen, ich bin kein lauter Mensch, nee. Ging's da nicht hoch? Muss ich da nicht hoch? Deutsch kann ich. Ich auch, Bummerball. Ich auch. Also da können wir uns die Hand geben. Muss ich da drüben drauf? Was ist da unten? Ich speichere erstmal. So viele Fragen und so wenig Antworten bisher. Guck erstmal, was da ist. Ach ja, das hätte ich mir sparen können. Gut, Glasscherben. Ich habe eine große Bandbreite von ruhig bis völlig wahnsinnig. Was ist hier? Scherben. Da ist ein Secret. Okay, irgendwie muss ich da hinkommen. Bin aber auch ein sehr temperamentvoller Mensch, also. Ja, aber Lautstärke ist halt echt nicht meins, also dass ich laut werde. Ich glaube, ich bin da eher das Gegenteil. Also wenn es irgendwo laut ist, denke ich mir so, weg hier. Kann ich da dran springen? Was ist das eigentlich für ein Kistenpendel? Also von der Stelle nicht. Mit Anlauf? Vielleicht auch nicht. Was ist denn da hinten? Oha, dass ich. Achso, bin ich da rausgekommen? Nee, oder? Bin ich nicht rausgekommen?
wie es einfach hier keinen Himmel gibt. Alles ist einfach schwarz. Hier gibt's einen Himmel. Aber ich muss doch irgendwie da runterkommen, oder? Nee. Das kann ich mir aber vorstellen, Bummerball. Da bin ich schon gespannt, wie ich das handeln werde. Also ich wurde ein bisschen von der Kiste geschubst, aber prinzipiell hat es funktioniert. Also, ne? Und das war kein Glück, das war Skill. RIP. Oh shit. Okay, links oben ist einer. Timmy, ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke, dass du reingeschaut hast. Wir machen auch nicht mehr so lange. Ich denke, wir werden noch durch die Öffnung da gehen und dann mache ich auch Feierabend. Ich hatte es ja im Discord angekündigt, dass es vielleicht nicht mehr immer bis 23, 24 Uhr gehen wird. Auf welcher Seite konnte ich denn nochmal hochgehen? War das hier? Nee. Hier war's. Oh, der hat Munition. Sehr, sehr nice. Aha. So. Ich glaube, wir sind im Opernhaus. Das ist aber nur eine Vermutung. Die Musik angemacht. Okay. Ja, Leute, ich werde hier aber speichern und wir machen hier beim nächsten Mal weiter, weil wir sind jetzt gerade quasi ein neues Gebiet. Das Opernhaus haben wir jetzt angefangen und sind da jetzt quasi direkt drin. Und von daher machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich habe bisher keine gefundenen Geheimnisse gefunden. Schade.